So, liebe Tierfreunde, ich möchte Sie herzlich bei uns in Deckendorf begrüßen. Wir haben heute wieder ganz besonderen Nachwuchs bekommen, also die Liesel und die Lotte, die zwei Damen, die machen unsere anderen Esel da schon ganz neugierig. Es ist ja schon jetzt alles vorbereitet, also für die zwei Damen haben wir natürlich ganz was Besonderes gemacht. Die beziehen jetzt die Toskana Suite im Mittelstall. Und ja, sie haben sich bei uns schon recht gut eingelebt. Jetzt haben wir es bei uns da auf dem neuen Eselauslauf, wo sie sich einmal ein bisschen akklimatisieren können, dass sie mal von dem Transport ankommen. Für die Woche haben wir dann schon einen Tierarzt und einen Hufschmied einen Termin vereinbart, dass wir den nochmal durchchecken. Und grundsätzlich steht da jetzt nichts mehr im Wege, dass sie sich Freundschaften mit dem Valentin, Ludwig, mit unseren Esel suchen. Also ich glaube, das schaut sehr vielversprechend aus. Liesel und Lotte waren auf einem ursprünglich geplanten Gnadenhof. Dadurch, dass der Gnadenhof kein Gnadenhof wurde, sondern ein Gestüt, mangels Sponsoren und mangels Paten, waren die zwei Esel einfach übrig. Und aus dem Gnadenhof wurde ein Gestüt, wo einfach Pferde eingestellt wurden, um die finanziellen Mittel zu erwirtschaften. Dadurch, dass die Pferdepfleger sehr überfordert waren, wurden die Esel komplett vernachlässigt und ich bin dann einfach eingesprungen und habe, so gut es ging, die Pflege übernommen. Aber ein Esel braucht einfach jeden Tag Hufe kratzen und jeden Tag Futter und jeden Tag abmisten und das wurde einfach nicht gemacht. Wenn ich das jetzt so sehe, wie die hier ankommen und wie sie völlig angstfrei rumlaufen und Kontakte knüpfen, habe ich eine ganz, ganz große Freude, dass sie hier sein dürfen. Das ist für mich auch eine große Erleichterung, weil ich aus dieser Gegend wegziehe und ich hätte sie nicht dort belassen können. Das wäre einfach nicht gegangen. Die Liesa ist die empfindlichere und zartere von den beiden. Die Lotte ist mein verfressenes Monster. Die Lotte ist wahnsinnig gierig mit Fressen. Das kann man auch sehen. Ich werde auf jeden Fall mal besuchen kommen, auch wenn ich jetzt dann ziemlich weit weg bin. Aber ich werde auf jeden Fall mal besuchen kommen und ich bin beruhigt. Ich weiß, die sind jetzt in guten Händen. Das ist ein ganz, ein wunderbarer Platz hier. Ich sehe, wie es den anderen Tieren geht, wie es den anderen Eseln geht. Es ist einfach wunderbar und ich bin dankbar.